Hallo, das letzte Battlefield 2042 Update steht vor der Tür. Der ein oder andere würde jetzt sagen, das wird auch langsam mal Zeit, dass sie mit diesem Spiel endlich Schluss machen. Ich würde aber sagen, dass das ziemlich suboptimal ist, weil das bedeutet, dass die ganzen furchtbaren Zustände in diesem Spiel dann auf ewig so anhalten werden, weil sie da halt nichts mehr dran ändern werden. Wow, das ist doch eine ganz tolle Zukunftsaussicht für dieses Spiel und diese Reihe. Aber erstmal zeige ich euch diesen tollen Menschen da vorne, der den Jet als Taxi verwendet. Einfach rausspringen und mit Fallschirm auf dem Hausdach landen. Nicht mit mir. Dem demonstriere ich erstmal, warum der Jet-Slot wichtig für das eigene Team ist und man das Ding nicht als Taxi verwenden sollte. Man muss ja schließlich diese inkompetenten Infanterie-Plebs erziehen, anders hilft es ja nicht. Und genau das wissen auch die bei DICE. Deswegen haben sie, die Jets genervt. Ja, das ist deren Ernst, das ist kein Witz. Die haben für die 100 Leute weltweit, die mit der 25mm Gun vom Jet Kills machen können, erstmal den Damage Output gegen Infanterie von der 25mm Gun der Kampfjets genervt, sodass man schlechter Geschützkills mit den Jets machen kann. Denn wozu sollte man auch ein skillvolles Feature wie Geschützkills vom Jet so lassen, wie es ist, wenn man das halt auch nerven kann, damit sich die Infanterie-Plebs nicht so sehr darüber abfacken. Ist doch schön. Aber hey, sie haben gleichzeitig auch eine einigermaßen sinnvolle Entscheidung getroffen. Ich weiß, man kann es kaum glauben, aber sie werden nämlich die 30mm Gun des Jets buffen, während die 25er Gun von 40 Damage auf 25 Damage runtergenervt wird gegen Infanterie, bekommt jetzt die 30mm Cannon des Jets den längst überfälligen Buff, dass sie endlich auch mal etwas Schaden an der Infanterie macht, nämlich die 40 Damage, die vorher die 25er Gun hatte. Meiner Meinung nach hätte man ja auch einfach der 30mm noch mehr Damage geben können, weil die ja nun mal sehr streut und weniger präzise trifft als die 25er und demnach auch halt ein bisschen mehr Damage als die 25er für Kills angebracht wäre, aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Jedenfalls kann man jetzt nach diesem Patch effektiv die 30er Gun als Only Viable Jet Waffe betrachten, weil die nicht nur den höheren Damage gegen Infanterie macht, sondern darüber hinaus auch den höheren Damage gegen Luftfahrzeuge und den höheren Damage gegen Fahrzeuge allgemein macht, weil man ja mit der 25er bekanntermaßen keine gepanzerten Fahrzeuge überhaupt damagen kann. So funktioniert Balance. Wir machen einfach die 30mm Gun zur einzigen richtigen Option, die in allen Fällen optimal ist, und die 25er Gun machen wir komplett pointless. Good job, Balance-Experten bei DICE. Aber hey, immerhin habe ich meinen Willen bekommen, die 30mm wurde gebufft. Fun Fact am Rande, in den Patch Notes schreiben sie über die 35mm Jet-Kanone, die es gar nicht gibt. Sie wissen also nicht mal, was das Kaliber ihrer eigenen Jetgeschütze im Spiel ist. Gratulation DICE, ihr seid immer wieder eine Bereicherung und seid immer wieder für eine neue Entgeisterung gut. Das ist echt wunderschön. Außerdem gibt es bei dem Draugr Neuigkeiten, denn der Bug des Störsenders, dass man durch den Störsender anvisiert werden kann, den ich ja auch schon in einem vorherigen Video demonstriert habe, wird gefixt. Das ist auch sehr schön. Die Ursache war wohl ein Problem mit den Cooldowns in Kombination mit der Aktivtarnung, die dann irgendwie den Störsender einfach ausgebuggt hat. Das klingt dämlich, ist aber so. Danke, DICE. Aber hey, wisst ihr, was sie nicht erwähnt haben? Dass am Draugr irgendwelche Nerfs kommen. Weder der Brandeffekt, der durch Wände geht, wird genervt, noch die Geschütze werden genervt. Das bedeutet, dass der Draugr tatsächlich gut bleibt, bis zum Ende aller Tage, bis dann irgendwann die Server von 2042 abgeschaltet werden. Das, finde ich, ist okay, da kann man sich drüber freuen. Denn ich persönlich hätte noch damit gerechnet, dass das Ding auch noch einen Nerf verplättet bekommt. Jetzt, nachdem der Bomber halt endlich einigermaßen spielbar ist. Aber das passiert nicht und das ist sehr schön. Dafür bekommt der Scout-Heli noch einen Nerf, weil man natürlich immer wieder den Scout-Heli nerven muss. Es darf vom Scout-Heli kein bisschen Spielbarkeit übrig bleiben. Der muss genervt werden und nochmal genervt werden und nochmal genervt werden. Dann wird er ein Jahr später nochmal genervt und nochmal genervt und nochmal genervt. Und im letzten Jahr wird er dann noch zweimal genervt. Und dann, erst dann ist man damit zufrieden. Die neuen Nerfs am Scout-Heli betreffen die Wendigkeit. Der wird nämlich sehr viel schwerfälliger. Das bedeutet, dass es sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass man damit erfolgreich einer Diss-Rakete ausweichen kann. Und die Diss-Raketen bleiben natürlich auch ein One-Shot gegen Jets und Scout-Helis. Und natürlich auch die Tarn-Helis, die sowieso keinen mehr interessieren. Auch das ist eine sehr tolle Balance-Entscheidung seitens DICE.
Es reicht aber immer noch nicht, sie nerven noch was am Scout. Bevor ich euch sage was, möchte ich erstmal darauf verweisen, dass der Gegner-Jet gerade gegen die Twin Towers geflogen ist und einfach überlebt hat. Toll, oder? Das ist Battlefield 2042. Was ist der zweite Nerf? Die AGM-Raketen, also die Laser-Guided-Raketen, die Anvisier-Raketen gegen Panzer. Davon hat der Scout-Heli in Zukunft dann nur noch eine, die er konstant nachlädt, statt zwei, die man dann schneller nachladen kann, weil man halt eine in der Reserve tragen kann. Das ist natürlich auch eine sehr suboptimale Änderung für den Scout-Heli, denn obwohl der ja in der gleichen Kategorie wie der Tarn-Heli und der Attack-Heli ist, die beide in der Lage sind, gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören, möchte man jetzt sicherstellen, dass der Scout-Heli ganz sicher keine gepanzerten Fahrzeuge mehr im Alleingang zerstören kann. Sonst könnte der nützlicherweise etwas für sein Team voranbringen und nicht nur Infanterie abfarmen. Nicht, dass das nicht auch irgendwie nützlich für das eigene Team wäre, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Die meisten fähigen Heli-Piloten in 2042 spielen mittlerweile als Zweitwaffe am Scout-Heli die Laser-Guided-Raketen, damit man eben bei Bedarf auch Fahrzeuge vernünftig mit angreifen kann und da supporten kann, was der Scout-Heli ja auch irgendwie können muss, weil er ja im gleichen Slot ist wie der Attack-Helikopter und der Tarn-Heli, die beide sehr gut in der Lage sind, Fahrzeuge zu beseitigen, die man halt sonst vielleicht nicht so gut wegbekommen würde, wenn man nur eine einzige Laser-Guided-Rakete am Scout-Heli hat. Und davon abfackeln sich die ganzen Infanterie-Plebs ja darüber ab, dass der Scout-Heli so stark gegen Infanterie ist. Und dann hat man ja auch noch den Umstand, dass der Hauptgrund, warum der Scout-Heli, so wie sie es begründen, overperformt, die guten Miniguns gegen Infanterie sind, die man ja auch schon genervt hat. Aber siehe da, gute Piloten kriegen das immer noch hin, deswegen overperformt der ja. Und dann nerven die die Capability, damit Fahrzeuge umzubringen. Also fragt euch doch mal bitte, für wen dieser Patch gedacht ist. Wer soll jetzt dadurch glücklicher sein als vorher? Die fähigen Spieler sind dadurch nicht wirklich glücklicher als vorher. Die denken sich, scheiße, jetzt mache ich mit dem Scout-Heli noch weniger als ohnehin schon. Der war ja ohnehin schon insgesamt nicht mehr der Meta-Pick, verglichen mit einem vollbesetzten Attack-Helikopter. Und dann sind die Bodenhanse, die Infanterie-Plebs, auch nicht wirklich zufrieden, weil jetzt der Scout-Heli noch mehr Gründe hat, nur auf Infanterie zu gehen. Und weil das auch überhaupt nicht das ist, was die sich darunter vorgestellt haben, wenn sie DICE erzählt haben, dass doch bitte der Scout-Heli genervt werden soll. Also für wen ist dieser Patch? Was machen die da überhaupt? Was ist das für eine unsinnige Balance? Und was soll überhaupt diese unsinnige Begründung von wegen, ja, der Scout-Heli overperformt? Der Scout-Heli ist der einzige von diesen drei Helis, also Scout, Tarn-Heli und Attack-Heli, den man vernünftig alleine fliegen kann, wo der Pilot bereits voll einsatzfähig mit dem Helikopter ist. Deswegen picken viele Leute, die alleine spielen, den Scout-Heli, aber das ändert doch nichts daran, dass der Attack-Helikopter mit Pilot und Gunner bereits deutlich stärker ist und alle Rollen erfüllt. Der kann Infanterie schreddern, der kann Fahrzeuge schreddern, der kann im Luftkampf schreddern. Und dass der Scout-Heli im Luftkampf nicht mehr so gut schreddert, seitdem man den Miniguns so einen krassen Damage-Drop-Off gegeben hat, das habe ich ja auch schon kritisiert. Der Scout-Heli ist im Luftkampf gegen den Attack-Helikopter schon ziemlich am Arsch. Und den einzigen kleinen Vorteil, den der Scout-Heli hat, den er auch zu haben hat, nämlich seine Wendigkeit, den wollen sie ihm jetzt auch noch ruinieren. Und ja, ich finde es grundsätzlich nicht mal verkehrt, dass man an der Wendigkeit des Scout-Helikopters was macht, weil die halt vom Flugverhalten her sich mehr fliegt wie ein UFO und weniger wie ein Helikopter. Dass man das wieder ein bisschen mehr in die Richtung von BF3 oder BF4 bewegt, ist nicht falsch. Aber dann gehört der Scout-Helikopter nicht in denselben Slot wie der Attack-Helikopter. Es hilft übrigens auch nicht, dass sie in ihren Balance-Notizen da alles als Attack-Helikopter bezeichnen, nur weil es mit dem Attack-Helikopter im selben Slot ist. Ein Scout-Heli ist kein Attack-Heli. Und auch ein Tarn-Heli ist kein Attack-Heli. Was arbeiten eigentlich bei DICE für inkompetente Menschen, dass die das nicht auf die Reihe kriegen? Es nervt mich nur noch. Genauso wie es mich nervt, dass dieses offensichtlich altbekannte Problem mit den Fahrzeugslots in 2042 und den damit verbundenen Balance-Defiziten, dass das immer noch nicht so anerkannt und gelöst wird, wie es zu lösen ist. Sie sollen das doch bitte einfach lassen. Sie sollen es doch einfach wieder so machen, wie in früheren Battlefield-Teilen in BF3 und in BF4, passende Fahrzeuge zur jeweiligen Map, die man dann da picken kann. Und das auch in der passenden Menge. Dann hört auch endlich diese Overperform-Scheiße auf, mit der sie da immer argumentieren. Oh, der Scout-Heli macht aber mehr Kills als der Attack-Heli. Ja, weil man den Attack-Heli zu zweit bedienen muss und die meisten Leute halt keine zwei Leute haben, die zusammenspielen und es mit Randoms auch nicht gescheit funktioniert. Gratulation, DICE, dass ihr solche Dinge auch mal geistig bemerkt. Oh, was, merkt ihr gar nicht und nerft stattdessen lieber den Scout? Ihr seid wahre Helden. Warum? Warum orientiert man sich nicht einfach an dem, was in der Vergangenheit funktioniert hat?
Ich sag euch, wenn die das beim nächsten Battlefield-Teil nicht hinkriegen, die können diese Reihe sowas von dicht machen. Es ist sowas von vorbei. Die nächste Sache, die sie gepatcht haben, finde ich auch unglaublich faszinierend. Dabei geht es um Liss-Raketen und Thrall-Raketen. Den Thrall-Raketenwerfer kennt ihr ja vielleicht schon. Den haben sie letztens bei der letzten Season implementiert. Das ist das Ding, was man manuell lenkt, so ähnlich wie eine TOW-Rakete. Und der Liss-Raketenwerfer ist ja der TV-Raketenwerfer, der von selbst Munition nachlädt. Und jetzt soll es wohl so sein, dass nachdem man sich redeployed, also GTA-Style Easy Way Out macht, dass man dann den Liss-Cooldown behält. Ihr müsst euch mal überlegen, was für Zustände in dem Game mittlerweile vorherrschen müssen, dass solche Dinge seitens DICE gepatcht werden müssen. Wie viele Leute haben das eigentlich mittlerweile gemacht, dass die sich selbst umbringen, um dann direkt wieder drauflisten zu können? Mit was für Missgeburtenspielern hat man es da bei der Infanterie eigentlich mittlerweile zu tun, dass das ein Problem ist, was ein Ausmaß annimmt, dass DICE tätig werden muss, dass sich die Leute in Battlefield kollektiv selbst umbringen, um schneller wieder listen zu können? Was für Zustände sind das? Und dann haben die das bei dem Thrall-Werfer auch gemacht, weil anscheinend beim Thrall-Werfer, der nicht die Munition von selbst nachlädt, Leute sich auch selbst umgebracht haben, um dann schneller wieder draufhalten zu können mit dem Thrall-Werfer, um damit halt irgendwelche Sachen runterzugeiern. Auch das finde ich sehr faszinierend. Dann müsste das ja in der Theorie auch auf die anderen Raketenwerfer zutreffen, dass man das damit machen kann. Also Recoilless und Stinger beispielsweise. Denn auch da kriegt man dann, wenn man sich redeployt, ja wieder volle Muni. Bei einem Stinger-Bob habe ich das sogar in 2042 schon häufiger gesehen. Der stingert so lange drauf, bis er keine Muni mehr hat. Danach bringt er sich selbst um und dann respawnt er wieder mit voller Muni. Das ist Teamplay in 2042. Wozu sucht man sich einen Versorger, wenn man auch einfach Selbstmord begehen kann? Seht ihr, Selbstmord ist in Battlefield die Lösung. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, hat man das beim Stinger und beim Recoilless so gelassen, aber bei Thrall und bei Liss gefixt. DICE, was macht ihr überhaupt? Entweder ihr fixt das Problem allgemein und überhaupt, oder ihr lasst es ganz bleiben. Was sind das für komische, idiotische Balance-Patches, die ihr bringt? Bevor jetzt hier aber alle kollektiv die Hoffnung verlieren, let's be real, dafür ist es wahrscheinlich eh schon zu spät, kommen wir noch zu zwei guten Änderungen, die den Drauger betreffen. Da werden zum Beispiel die Gegenmaßnahmen vereinheitlicht. Ich weiß nicht, wie vielen das bewusst ist, aber tatsächlich ist der Störsender ja beim Drauger auf der rechten Falltaste am Controller auf PlayStation und die Flares sind normalerweise bei Jets auf der linken Falltaste. Und das kann natürlich zu gewissen Irritationen führen, wenn man Muscle Memory technisch die Gegenmaßnahmen aktivieren will und das dann wie beim Jet auf der linken Falltaste tun will. Und dann nur unsichtbar geht, statt den Störsender zu aktivieren. Und damit das in Zukunft Muscle Memory technisch etwas besser funktioniert, wird dann jetzt der Störsender nach links verlegt und die Unsichtbarkeit nach rechts, sodass das dann wieder passt. Das ist sehr schön. Außerdem wird in Zukunft der Störsender des Draugers auch gegen die Aktivradarraketen von Kampfjets funktionieren. Dazu würde ich jetzt spontan sagen, dass das von Anfang an hätte so sein sollen, aber gut, besser spät als nie, nicht wahr? Und außerdem haben wir noch etwas Schönes aus der Kategorie Bugs aus dem Hause besser spät als nie. Nämlich werden sie jetzt endlich etwas, was sie vor vielen, vielen Patches verkackt haben, beheben. Nämlich den Third-Person-Zoom vom Su-57-Jet auf der russischen Seite. Der war nämlich schon seit vielen, vielen Patches zu weit hinten. Und deswegen konnte man mit dem Leute im Zoom, die am Boden unterwegs waren, gar nicht mehr so gut sehen. Und auch gar nicht mehr so gut Leute hergeschützt töten, wenn man in dem russischen Jet war. Mit dem F-35 ging es noch einigermaßen, da war der Third-Person-Zoom noch weiter vorne, aber bei dem russischen Jet war es halt ein Problem und das wird jetzt noch kurz vor Schluss behoben. Sehr löblich. Wenn man jetzt auch noch dafür sorgen würde, dass beim Drauger der Third-Person-Zoom und der Third-Person-Ruck-Zoom tatsächlich funktionieren, dann wäre das auch sehr schön, aber dieses Problem haben die wohl offensichtlich gar nicht auf dem Schirm. Denn sonst hätten die das bei der Gelegenheit wahrscheinlich auch noch mitbehoben. Aber das bleibt dann wohl so, für immer. Gratulation, DICE. Es gibt, was den Third-Person-Zoom angeht, sogar noch eine weitere Änderung bei diesem Update. Man kommt aus dem Staunen nicht raus. Diese betrifft den Scout-Heli und sorgt dafür, dass die Third-Person-Zoom sich da etwas näher am Scout-Heli ist. Das ist, denke ich, eine Maßnahme, die sie ergreifen, weil manchmal, je nachdem wie der Heli ausgerichtet ist, einem halt der eigene Waffenträger des Helis voll im Sichtfeld hängt. Was diese Kameraperspektive beim Scout-Heli ziemlich unnötig gemacht hat. Ich kenne keinen fähigen Piloten, der die irgendwie aktiv verwendet. Von daher juckt das, glaube ich, auch niemanden, dass da noch irgendwas dran geändert wird.
Aber hey, besser als nichts oder so. Der Abwechslung halber kommen wir jetzt wieder zu einer negativen Änderung. Eben habe ich ja schon den Straw-Werfer erwähnt und dass sie da dem Evo-Loop entgegenwirken. Tatsächlich wird der Straw-Werfer bei diesem Update auch erheblich gebufft. Und zwar einmal auf eine sinnvolle Art und Weise und einmal auf eine sehr asoziale Art und Weise. Die sinnvolle Komponente des Buffs ist, dass das Sichtfeld angepasst wird. Das wird weniger Zoom haben und es wird ein sehr viel breiteres Sichtfeld erlauben, sodass man die Rakete mit diesen beiden Änderungen in Kombination etwas einfacher lenken kann. Vom Prinzip so, wie das auch schon in BF4 der Fall war. Das finde ich gut, das passt, das Ding war ohnehin schon ziemlich schwer zu verwenden und so hat dann halt jeder Liz gespielt, weil es die einfachere Option war. Dass man den also viable macht, halte ich für gut. Weit weniger gut finde ich allerdings die Entscheidung, dass man den Audio-Indikator, den man in Fahrzeugen hört, wenn so eine Rakete auf einen zufliegt, deutlich abschwächt, sodass man diese Rakete erst hört, wenn es vom Prinzip schon zu spät ist. Das bedeutet, man hört die nicht mehr, wenn sie startet. Die Leute in Fahrzeugen sind vom Prinzip relativ ahnungslos, dass so eine Rakete auf einen zukommt. Und um das nochmal so richtig zu untermauern, wird sogar der optische Indikator, dass diese Rakete fliegt, komplett entfernt. Das bedeutet, wenn man jetzt nicht die übelsten Adleraugen hat und diese kleine dunkle Rakete, die man wie gesagt auch nicht mehr hört, da durch die Luft fliegen sieht, dann weiß man halt nicht, dass die Rakete kommt und wenn der Typ einfach trifft, dann trifft er und dann ist vorbei. Falls ihr euch fragt, was mir gerade so viel Leben weggeschossen hat im Gameplay, das war ein Railgun-Panzer. Der wird übrigens so bleiben, allerdings wird wenigstens das Noob-Bike genervt, das bekommt nämlich zwei Nerfs. Einerseits wird es 100 Meter Maximalflughöhe verlieren. Mit 100 Meter weniger Flughöhe wird das alles in Ordnung kommen. Und darüber hinaus wird es auch noch in einem einzigen Stinger-Hit-Down gehen und so wie ich es verstehe, in einem einzigen Raketen-Hit von der Anti-Air ebenfalls. Das sind doch schon mal ganz begrüßenswerte Änderungen. Alles, was zu Lasten der Noob-Bikes geht, halte ich schon mal für positiv. Wenn ihr mich fragt, waren die allgemein ein Fehler in 2042. Aber das müsst ihr bedenken, ne? Dieses Noob-Bike, das existiert. Das können Leute verwenden, um auf Hausdächer zu fliegen, so wie der Typ am Anfang des Videos. Und der pickt trotzdem noch einen Jet und wastet den als Taxi. Das ist die Battlefield-Community heutzutage. Und diese Leute gehen dann auf Reddit und beschweren sich, dass Fahrzeuge viel zu OP seien. Und dann denkt sich DICE, es wird mal wieder Zeit, den Scout-Heli zu nerven. So, kommen wir zum letzten Thema des heutigen Videos. Das Dead Space-Event. Ihr hört richtig, Battlefield 2042 bekommt ein Dead Space-Event. Und dieses Dead Space-Event wird einen Dead Space-Event-Modus beinhalten. Natürlich ohne Necromorphs, aber dafür mit den Zins aus Fallout 4, die wir schon von einem Infanterie-Event kennen. Denn wozu sollte man sich auch richtig Mühe geben? Da kommt bestimmt richtig krasses Dead Space-Feeling auf, wenn man dann mit Dead Space-Skins aus diesem Dead Space-Event-Paket auf die Roboter schießt. Spielspaß vorprogrammiert. Das wird ein 4-Spieler-Koop-Wave-Defense-Modus auf der Karte geheim. Und das wird wohl auch Waffenstationen haben, wo man sich dann Waffen kaufen kann. Also begrenzte Ressourcen, Survival-Elemente aus Dead Space, aber mit den tollen Spezialisten aus 2042. Das kann nur ein Riesenspaß werden, ich werde das natürlich auch mit einem Video dokumentieren, denn diesen Spaß lasse ich mir nicht entgehen, so das allerletzte Zucken von diesem Game. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.